Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen wieder einmal zu einem Kommentar zum Sonntag auf Tele Zürich. Weil der ist gerade heute sehr außergewöhnlich und vor allem endlich einmal kann man mal aufdecken, wie eigentlich die Grünen bzw. die Linken ja denken, oder? Zu Gast war beim Oliver Steffen ist die Frau Andrea Gmür. Sie ist Nationalrätin im Kanton Luzern und von der Mitte. Das ist die ehemalige CVP. Dann der Bastian Gichon, er ist Nationalrat der Grünen und Kanton Zürich. Und der Marcel Tetlin, er ist Schweizer Nationalrat und vom SVP im Kanton Schweiz. Und ja, und ist Bauer. Themen: Kampfjets, Werbeverbot für Fleisch und SWEF. Und es ist, ich glaube, dem Bastian Gichon ist wahrscheinlich nicht einmal so bewusst gewesen, was er überhaupt rauslässt. Zuerst mal zum Thema Kampfjets. Und zwar hat die Schweiz im Sinn, amerikanische Kampfjets zu kaufen. Erstmal, weil sie am günstigsten sind. Und vor allem, weil sie zum Vergleich zu den anderen am wenigsten Treibstoff braucht. Ich meine, das ist ja eigentlich ein Ziel der Grünen, oder? So, und der Bastian Gichon hat sich natürlich dann auch einen Kommentar abgegeben am Sonntag auf Tele Zürich. Und zwar, ja, Frau Andrea Gmür hat ihn gefragt, was er denn eher für ein Flugzeug möchte, oder? Und was sagt er? Ja, man hätte zum Beispiel das Französische können, wo er halt der NATO eher am ähnlichsten ist. Also es geht genau darum, oder? Es ist ein Dorn im Auge, dass kein europäisches Flugzeug ist, oder? Sondern ein amerikanisches. Eben, dass die NATO und die EU quasi, ich meine, die EU ist ja nicht zufrieden, dass die Schweiz amerikanisches Flugzeug kauft, oder? Und es geht genau darum, die Linken wollen einfach der EU quasi wieder auf den Knie nach Brüssel kriechen und wollen mit der Scheinheiligkeit in die NATO rein, oder? Damit quasi das Flugzeug in der NATO haben will. Das Problem ist ja eigentlich, eben, bei den Grünen und bei den Linken ist ja ihre Ausrede wegen dem Datenschutz, oder? Also ich sage mal so, ich meine, wenn der Datenschutz gegenüber uns Bevölkerung hat jetzt 2 Jahre lang auch niemand interessiert, oder? Ich meine, der Staat hat uns ja auf Schritt und Tritt beobachtet gehabt, was wir machen während der Corona-Zeit, oder? Aber wenn dann die Amerikaner eventuell etwas quasi Spionage betreiben wollen, wenn sie es überhaupt machen, oder? Das passt dann den Grünen und den Linken ja nicht, oder? Aber wenn es dann eventuell die Franzosen machen, oder zum Beispiel die NATO dann selber, Spionage, das interessiert dann niemand, oder? Eben, das zeigt es gerade wieder, wie naiv und krank, dass die Grünen in der Politik, tut mir leid, passt nicht, ich weiss, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, aber da hast du jetzt wirklich ein komplettes Ei gelegt mit deiner Aussage und hast ganz genau das eigentlich bestätigt, was ich eigentlich seit Jahren sage. Das, gut, ist ja klar, dass die Grünen und die Linken schon lange wollen in die EU, oder? Und eben, dass sie natürlich in die NATO wollen, das ist natürlich auch noch klar, oder? Und darum ist ja dann ein Ton im Auge. Dass es günstiger ist und weniger Treibstoff braucht, das Flugzeug, und sogar noch leislicher ist als alle anderen, das interessiert dann niemand. Und dann kommen wir genau zum zweiten Thema, und zwar das Werbeverbot für Fleisch. Der Greenpeace hat ja eigentlich beauftragt, dass es Werbeverbot für Fleisch gibt. Und da bin ich froh, dass der Marcel Tetlin nämlich da war, weil ich meine, er ist ja an der Front. Ich meine, er weiß, von was er redet, weil als Bauer, also gut, es gibt ja verschiedene Bauern natürlich, oder? Aber er hat ja, soviel ich weiß, hat er alles. Also er tut ja Fleischproduktion und für die Nahrungsmittel, also Getreide und solche Sachen, oder? Und da bin ich ganz froh. Das stimmt, das hat meine Mutter nämlich letztens auch gesagt, und zwar, eine Studie vom WWF, dass jeder Veganer 40'000 Liter mehr Wasser braucht als ein Tier. Einfach so nebenbei, oder? Ich sage auch, es ist absurd, dass man ausländisches Fleisch kauft. Ich habe es aus Versehen auch schon mal gekauft. Ich gebe es wirklich zu. Weil es hat ja teilweise also, da fängt es alles Mögliche drauf, wo kein Mensch interessiert, oder? Vielleicht für Bürokraten, oder?
dass man teilweise wirklich die Herkunft von dem Fleisch teilweise gar nicht mehr richtig kann lesen, weil es fängt so viel auf der Etikette, dass es so klein wird, dass man es nicht mehr sieht. Das ist mir auch schon passiert, wirklich. Ja, es ist so, ne? Und ja, da gebe ich Andrea Gmür, die hat genau das Gleiche gesagt, es käme ihr nie in die Idee, ausländisches Fleisch zu kaufen. Ja, es ist so, oder? Und wenn man nachhaltig und umweltbewusst will sich ernähren und vor allem ausgewogen will ernähren, da hat Andrea Gmür nämlich auch gesagt, da bin ich, also ich eigentlich bei allen Themen bin ich mit ihrer gleichen Meinung gewesen, dann isst man oder kauft man Schweizer Produkte. Wie jetzt auch jetzt zum Beispiel während dem ganzen Theater mit der Ukraine, oder, wo das, die Preise hochgehen. Ich kaufe eigentlich schon vorher, wenn ich Schweizer Produkte kaufe, ich kaufe nachher Schweizer Produkte und momentan merke ich keinen Preisaufschlag, weil ich die Schweiz unterstütze. Ich sage, ich kaufe eigentlich nur das aus dem Ausland, wo es in der Schweiz nicht wächst. Bananen zum Beispiel oder Kiwi oder ja, was habe ich, Ananas zum Beispiel, oder? Das wächst in der Schweiz einfach nicht, oder? Und das ist ja klar, dass man das natürlich aus dem Ausland importieren, oder? Und Andrea Gmür hat es nämlich auch noch gut gesagt, eben, wenn man schon, wenn man quasi das Fleisch verbietet, das ausländische Fleisch, oder überhaupt Fleisch, oder? Von der Klimaneutralität. Ich meine, dann ist genau das Gleiche absolut, wenn man das Quinea zum Beispiel oder Avocado eben kilometerweise durch die halbe Weltkugel transportieren, dann müsste man das nämlich auch verbieten. Oder? Denn wenn man wirklich will, absolut klimaneutral oder wirklich, also sagen wir so ökospinnermäßig will leben, dann darf man eigentlich muss man alles auf das verzichten, Avocado, Ananas, Mandarine, Orange, alles das verzichten, oder? Aber wirklich alles. Und dann kann man wirklich von sich sagen, ja, ich bin jetzt da absolut ökologisch, oder? Und wie schon gesagt, man muss sich ausgewogen und gesund ernähren und da gehört Fleisch dazu. Es ist genauso schlecht für unsere Ernährung, wenn jemand nur Fleisch isst, oder? Darum sage ich, ausgewogene Ernährung, das ist immer noch das Beste. Und eben Schweizer Produkt, wenn möglich natürlich, was bei uns auch in der Schweiz wächst. Oder gedeiht oder was auch immer. Und dann kommt noch wegen der Tierhaltung. Ja, es ist so, es gibt tatsächlich Tierhaltungen, man hat es immer wieder in den Medien können lesen, wo halt schwarze Schafe sind. Da gebe ich dem Bastian Schiro in dem Aussage nämlich recht. Aber dann muss man halt die halt entweder Betrieb zumachen oder irgendwelche ja, Auflagen erlassen, oder? Dass sie sich bessern, oder? Aber es kann nicht sein, dass man dann einfach dann alle, wo Tierhaltung oder Massentierhaltung betreiben quasi, verteufeln. Und da gebe ich auch Andrea Gmür recht, dass wir strengste Tierschutzgesetze haben auf der ganzen Welt. Es gibt kein anderes, oder? Und dann kommt noch das Wetter am Schlussendlich dazu, oder? Und da habe ich am Marcel Tetti, da hat man wirklich aus dem See geredet, ja, man hätte die Russen auch sollen quasi ins Wetter einladen, oder? Dass man kann nämlich einen Beitrag leisten, aber für den Linken passt es wieder nicht. Eben, sie wollen einfach die Wirtschaft lahmlegen in Russland, oder? Dabei tun sie sich gar nicht eigentlich die treffen, die es eigentlich müsste treffen, oder? Sondern es trifft die Bevölkerung, oder? Ich meine, der Marcel Dettlin hat es genau gesagt. Was haben bis jetzt Sanktionen gebracht? Nichts. Es hat es gar nicht gebracht. Weil Sanktionen, irgendwelche, trifft nicht die Obrigen, die gut verdienen, sondern es trifft die Bevölkerung, oder? Und ja, man hätte sollen die Russen auch dazu nehmen. Klar, dass der Putin natürlich nicht auf Davos kommt, das liegt ja auf der Hand, das ist wohl klar, oder? Aber dass man wenigstens die Leute am Tisch hergeholt hat, wäre jetzt auch wieder eine Chance gewesen, wo die Schweiz erneut verpasst, nur wegen der linken, versifften Regierung, die wir im Bundeshaus haben und teilweise halt noch Parteien, die halt dem linken, kranken Gedankengut noch mitzotteln, wie zum Beispiel die FDP, oder? Und ja, eben, man hat jetzt so viele Chancen verpasst, dass man Frieden kann herbringen kann. Aber wenn man die Aussage hört von Basel, ja, solange Krieg herrscht oder Bomben abgeworfen wird, dann muss man gar nicht diskutieren. Man muss genau über den diskutieren. Weil
Wenn man nicht diskutiert, ja, dann wird das nie ein Ende geben, oder? Und dass ja da zum Beispiel die deutsche Regierung ja eh nicht fertig wird, weil sie sind schließlich ja die treibende Kraft unter anderem, dass der Krieg ausgebrochen ist neben der EU, oder? Das ist ja klar, dass die sicher nichts erreichen, oder? Und die Schweiz, ich sage schon ein paar Mal, hat sehr viele Fehler gemacht, dass wir Sanktionen von der EU übernommen haben. Die haben sehr viel falsch gemacht, wo wir hätten können einen Beitrag leisten für den Frieden, und vielleicht wäre sogar der Frieden vielleicht sogar noch ein bisschen früher gekommen, oder? Ich meine, bis jetzt sieht man nicht, wann er kommt, und ja, da ist der Zug wieder mal abgefahren, und mit dem WEF hat man jetzt genau wieder auch wieder eine Chance gehabt. Klar, es ist nur ein Wirtschaftsforum, oder? Aber auch eine Wirtschaft, eine falsche Wirtschaft, kann zu Krieg führen. Und das ist genau, was jetzt zwischen Russland und der Ukraine passiert, oder? Ich meine, der Krieg ist ausgebrochen, weil im Osten von Ukraine ein sehr grosses Öl- und Gasvorkommen herrscht, oder? Und die EU unbedingt, weil das ist das Einzige, was sie ja keine Macht darüber hat, sonst kann sie ja über alles regieren, die EU, oder? Ich meine, die EU ist ja wieder Hitler, das ist ja genau das Gleiche, oder? Und, aber genau über diese zwei Segmente haben sie eben keine Macht, oder? Und genau das ist eigentlich das Ziel der EU, oder? Wegen der Ostukraine, damit sie endlich auch Machtherrschaft übernehmen über das Öl und über das Gas, oder? Aber das wollen die Linken einfach nicht einsehen, oder? Und die meisten sowieso nicht, oder? Dass es eben genau eigentlich ein Wirtschaftskrieg ist, was in Russland und Ukraine passiert, oder? Und dass Russland natürlich den Teil nicht abgeben will, das ist klar, weil Russland hat in den letzten Jahrzehnten sehr viele Arbeitsplätze geschaffen, dank dem Gas- und Ölvorkommen in der Ostukraine. Und vor allem auch auf der Halbinsel Krim haben sie sehr viele Arbeitsplätze geschaffen, mehr als die, was im Westen von der Ukraine bis jetzt geschafft haben. Und das natürlich, dass der EU nicht passt und der Linken nicht passt, das ist ja wohl klar. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Mal.